Mahlzeit und herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Mahlzeit und hallo. Okay. Nee, das kannst du so nicht im Raum stehen lassen. Ob die das merken, dass ich ein anderes Cappy auf habe? Wolltest du uns irgendwas damit sagen, Marc? Nein. Mach jetzt weiter, fang an. Ja, und zwar, Marc hat in seinem letzten Stream, in einer seiner letzten Streams, hat er sich mal ein wenig aus dem Fenster gelehnt, darf man so sagen, ne? Du hast dich aus dem Fenster gelehnt. Geil. Also, es war geil dank euch, ne? Dank euch war es wirklich mega, mega geil. Und zwar hat der Marc auf Twitch, dieser nette Herr da, auf Twitch einen Raid gestartet. Und erklär mal vielleicht, was ein Raid ist. Also, was... Ich kann es auch erklären, ist mir wurscht. Raid. Also, auf Twitch, die einen oder anderen wissen ja, dass immer auf Twitch live gestreamt wird. Und ein sogenannter Raid ist, wenn du eine ganze Masse von Menschen zu jemand anderen rüberschickst mit einem kleinen Befehl, kannst du sagen, ich will irgendwie 500 Leute zum ganz anderen Streamer rüberschicken. Und die werden dann nachher wirklich in 8 Sekunden oder 10 Sekunden alle rübergerutscht. Auf einen Schlag. Auf einen Schlag und sind dann mit im Chat aktiv. Jetzt darfst du gerne wieder weitererzählen. Moment, erstmal, damit ich mich überhaupt sehe. Und das hat ein wenig, dank eurer Hilfe, ist das ein wenig bei ihm aus dem Ruder. Aus dem Ruder gelaufen. Nein, aus dem Ruder gelaufen. Und zwar war der Chat ein dezent voll mit Behind You und Behind Your Army. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Marc, blend es ein. Schau's euch an. Zu vollenden, ohne die Enden loszulassen. Für mich auch, Marc. Behind Your Hall. Dankeschön. Für deinen Host. Danke, Mann. Oha, was geht ab? Danke für deinen Host, Mann. Oha. Boah, der Chat ist ja komplett am Ausrasten. Alter, dankeschön. Was geht bei euch? Ehrenmann. Der Chat flippt so komplett aus. Nice. Yo, Nie28 Ra. Dankeschön für die 100 Bits. Ehrenmann. Alter, dankeschön. Richtig nice, danke für den Host. Oder war es ein Raid? Beides dasselbe. Danke auf jeden Fall. Ey, seid ihr überhaupt Deutsch, Alter? Behind You, Horror, seid ihr überhaupt Deutsch? Ich habe keinen einzigen was Deutsches schreiben sehen. Klar. Klar sind wir das. Okay, sorry. Wie alle abgehen direkt. Ey, dankeschön, Leute. Behind You. Horror. Ah, da bist du ja. Behind You Horror. Seid artig hier, wir sind nur zu Gast. Hier, Goldlocken. Danke nochmal, Alter. Ich hab dich eben nicht gefunden in der ganzen Chatflut, Alter. Komplett krass. Danke dir, Mann. Warte, wir laden euch mal zu uns ins Haunted House ein. Neues bei Düsseldorf. Boah, würde ich richtig gerne. Hast du Twitter? Dann lass mal auf Twitter schreiben. Wir hatten sowas echt mal gesagt mit Victor und so. Also Alblali, falls du den kennst. Aber kennst du bestimmt. Das wäre so lustig. Also genau, wie Martin ja schon gesagt hat, das war wirklich ein geiler Raid, den wir rübergesetzt haben. Also er ging eigentlich zu einem Teil von Apecrime. Mega geil. Auf jeden Fall ist der Chat komplett im Dach und Boden verlaufen. Es ist dann nicht wirklich mehr groß möglich gewesen, was zu schreiben. Der Chat war überfüllt. Er war wirklich überfüllt. Es war wirklich, oh, behind your army, behind your army, behind your army. Und auf jeden Fall, sind wir mal gespannt, was daraus sich resultiert. Denn er hat nämlich... Er wollte sich bei uns melden, hat er leider noch nicht. Er wollte sich bei uns melden. Hat das bis jetzt noch nicht gemacht. Wir lassen uns überraschen, ob da noch was kommt. Wenn du es gerade siehst, ne, Meister, habt ihr schon geschrieben, antworte mal auf Insta, jeden Fall. Auf Insta. Ne? Auf Insta. Bei Twitter konntest du... Ja, irgendwie, ich habe überall jetzt mittlerweile. Ne? Ja, also wir sind gespannt, was sich damit ergeben wird. Wird auf jeden Fall eine ganz spannende Sache werden. Martin, wie schaut es bei dir jetzt eigentlich letzten Endes aus mit den Streams bei dir? Also ich habe jetzt meinen Umbau abgeschlossen, habe jetzt soweit fertig gemacht, dass wir auf jeden Fall Operation Wurstwasser 2.0 und Minecraft Endgame streamen könnten.
Okay, erkläre, willst du schon was spoilern? Nein, ich will nichts spoilern. Der Name reicht doch. Name ist Programm. Also auf jeden Fall alle, die schon mitbekommen haben, also wenn die Minecraft Endgames werden und da sind wir noch schon fleißig am Bauen. Die ein oder anderen durften schon beim Bauen zugucken in den Streams, aber verraten haben wir da wirklich gar nichts. Ne? Nein. Wirklich absolut gar nichts. Auf jeden Fall. Wir werden auch mal eben ganz kurz mal was für euch machen und gleich geht's sofort weiter. Okay, eigentlich werden sich die ein oder anderen denken, war's das jetzt? Und ganz ehrlich, ja. war es eigentlich letzten Endes. Das wollten wir euch eigentlich mal mitgeteilt haben. Wir haben uns gesagt, der Trend geht manchmal zum Minimalismus. Ja, zum Vorstellen und in den Trends landen, Platz 1. Ich weiß nicht, was ich mit dem Typ anfangen soll. Das ja. Weiß ich auch nicht. Und jetzt? Ey Leute, ich schneide das nicht raus, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, das ist eines der Videos, wo ich mich auch frage, welcher Sinn hat dieses Video heute? Dass wir den Raid zu einem von den Egg Raid. Aber wir können doch jetzt nicht ein 3-Minuten Video noch machen. Natürlich. Wir machen es, weil wir es können. Und außerdem kommen noch die 15 Minuten dazu aus dem Raid, du Vollpfosten. Okay. Also aber was warst du mal? Das ist ja eh alles aus dem Ruder in dem Video. Was hast du eigentlich zu 3 Uhr nachts? Bloß nicht kacken gehen. Also wir haben wirklich, ich habe das ja schon mal erzählt, wir haben ja festgestellt, dass das so viral geht, ne, weil irgendeiner gesagt hat, um 3 Uhr nachts ist die Zeit der Dämonen. Und dann habe ich auch im Stream gefragt, wie es denn aussieht. Wäre es jetzt denn auch, dann habe ich im Stream gefragt, ne, wer war alle schon um 3 Uhr nachts kacken? Und dann haben ganz viele geschrieben, ich. Und damit haben wir die Theorie aufgestellt, dass man am besten um 3 Uhr nachts kacken kann. Nein. Wie nicht? Nein. Weil dieses Video hat so viel Nährwert wie eine Blähung heute, ne? Ja. Leute, verzeiht uns heute. Ich würde mal sagen, wir sehen uns, haut rein, bis dahin und schön liken, dass wir vielleicht mal irgendwie irgendwann... Mit so einem Scheiß kommst du da nicht rein. Doch, natürlich kommt man mit so einem Scheiß rein. Ich will in die Trends! Da krieg ich Schwitzer am Sack, wirklich. Und jetzt kommt wieder ein Spruch weiter. Sonst hast du doch immer Arschwasser. Ach, ich hab keinen Bock mehr. Haut rein. Das war so unsinnig, Herr Video, ne? Ja, ist so. Aber ich leite da trotzdem hoch. Ja, ist doch geil. Scheiß drauf. Party! Ja.